Ja, meine Damen und Herren, liebe Gäste der Heinrich-Böll-Stiftung, es ist ja immer ein bisschen so, als wenn die Tür noch offen steht und Menschen strömen in den Raum. Da wir uns nicht physisch sehen, stellen wir uns das bildlich vor. Ich freue mich, dass noch so viele Teilnehmende sich langsam dazuschalten. Wir haben eine recht hohe Anmeldezahl und da ist die Tür dann immer etwas eng in den digitalen Raum hier zu kommen. Aber ich freue mich natürlich und wir freuen uns als Heinrich-Böll-Stiftung gemeinsam über Ihr Interesse und Ihre Teilnahme. Mein Name ist Ellen Überschier, ich bin Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung und ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute in dieser Form digital diese Konferenz machen können, Face the Facts, öffentliche Medien in privaten Zeiten. Unser Titel ist hier etwas doppeldeutig. Öffentliches und Privates sind in Zeiten der Pandemie auf verschiedene Weise verschoben. Wir halten uns einerseits mehr in privaten Räumen auf. Die öffentlichen sind oder waren vielfach geschlossen. Das ist sozusagen die physische Ebene. Und die andere, das ist der Anbruch der privaten Zeiten in der Medienlandschaft. Stichwort hier soziale Medien und Veränderung in der Öffentlichkeitsstruktur durch sie. Der Aufenthalt in sozialen Medien provoziert einerseits das Engagement für demokratische Öffentlichkeit. Das können wir gerade in Belarus beobachten. Und auf der anderen Seite provoziert er aber auch eine Gefährdung des demokratischen öffentlichen Raumes, die uns hier und heute besonders zu schaffen macht. Denn eines bleibt, das haben uns die letzten Monate gelehrt, wir sind und bleiben auf medial vermittelte Kommunikation, auf Information, verlässliche Information angewiesen. Wir sind regelrecht vulnerabel an diesem Punkt. Wir sind angewiesen auf Vertrauen, auf Glaubwürdigkeit, auf Transparenz der Informationen, die unser Leben retten können oder jedenfalls bestimmen. Wir lechzen nach Informationen aus der Wissenschaft. Willkommen, Frau Leopold. Sie sind gleich dann auf dem Panel. Wir lechzen nach Informationen aus der Wissenschaft und wissen zugleich, dass Wissenschaft zwar Fakten schafft, aber auch zu neuen Erkenntnissen vordringt, die dann wiederum frühere Fakten relativieren und oder ihnen sogar widersprechen. Politisches Handeln muss mit der Wissenschaftslogik umgehen, aber auch Medienmacherinnen und Medienmacher sind herausgefordert, mit Fakten, auch mit konkurrierenden Auslegungen und Ableitungen umzugehen. Die Qualitätsmedien, gerade auch die öffentlich-rechtlichen, haben einen starken Zuwachs an Leserinnen, Hörerinnenschaft verzeichnet. Und das ist ja ein Zeichen für das hohe Vertrauen in die öffentlich-rechtlichen. Das spricht für ihre Kompetenz, das spricht dafür, dass sie ihren Job gut machen. Aber wir haben auch in den verschiedenen Phasen der Pandemie unterschiedliche Medienwahrnehmungen gesehen. In Phase 1 standen Glaubwürdigkeit, Kompetenz im Vordergrund. Wird sich eine hoch individualisierte Gesellschaft an kollektive Regeln überhaupt halten? Und die Medien selbst haben Verantwortung übernommen, dieses Experiment in einer freien Gesellschaft zu unterstützen, indem sie gesundheitspolitische Strategien stärker gewichtet haben als den Zweifel an diesen. Dass die Kanzlerin ihre Rede über das Ernstnehmen, Sie erinnern sich, die erste Kanzlerin-Rede, nehmen Sie es ernst, es ist ernst, dass sie diese Rede zuerst in privaten Kanälen verbreitet hat, hat natürlich den Druck auf die Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich erhöht. Haben Sie in mancherlei Hinsicht zu nah am Regierungshandeln berichtet, hätten nicht vielleicht doch Zweifel mehr Raum gebraucht, gerade um die demokratische Legitimierung, die das Votum von Minderheiten ja einschließt, zu erhöhen? Das war so in der ersten Phase. Dann kam so diese zweite Phase, in der die Proteste dann möglich waren, auf den Straßen öffentlich und auch Zunahmen, Zulauf hatten, in den sozialen Medien die Debatte hochkochte. Dann wurde es im Grunde noch kniffliger. Ja, wie berichten und kommentieren, ohne selbst Verschwörungstheorien und Zweifel an wissenschaftsbasierten Entscheidungen zu verbreiten. Und in einer dritten Phase, so würde ich sagen, befinden wir uns gerade.
Die Medien müssen die Diversifizierung der Diskussionsstränge abbilden und dennoch eine Linie behalten, weil sonst Glaubwürdigkeit und Vertrauen verloren gehen. Und natürlich bei alledem immer der Seitenblick auf die Klimakrise. Ja, das beschäftigt uns ja auch in anderen politischen Bereichen. Was ist übertragbar? Wie werden Fakten im Zusammenhang vermittelt? Wie werden Informationen eingebettet? In welche Erzählung? Also face the facts. Privates Zeitalter, öffentliche Medien. Es gibt also viel zu beraten. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat seit einiger Zeit einen Schwerpunkt in Sachen Medienpolitik aufgebaut. Nicht erst seit Corona debattieren wir über die Rolle öffentlicher Medien in der Demokratie, über die Veränderungen dieser Rolle, über gewachsene Anforderungen in einer Landschaft, die sich auch wiederum stark verändert, die öffentlich-rechtliche Medien unter Druck setzt, bis hin zur Existenzbedrohung für den Qualitätsjournalismus. Daran knüpfen wir heute an mit dieser Tagung und einem vielfältigen Tagungsprogramm. In welcher medialen Umwelt wollen wir leben? Wie artikulieren wir das? Wie divers müssen Medien sein? Warum sind Rechtsextreme beispielsweise in sozialen Medien so extrem erfolgreich? Bis hin zur Frage, wie kann eine europäische digitale Plattform aussehen? Und wie soll die Europäische Union eigentlich Pressefreiheit schützen? Also das ist die Bandbreite all der Fragen, die jetzt dazugehören. Und Anne Ulrich und Eike Botter-Wenhorst haben die in gewohnter Qualität alle vorbereitet für Sie. Und deshalb geht mein großer Dank an die beiden, die im Hintergrund die Fäden in der Hand halten. Und ein herzlicher Dank geht auch an unsere beiden Kooperationspartner, nämlich Reporter ohne Grenzen und die neuen deutschen Medienmacher. Jetzt aber zum Auftakt nehmen wir noch einmal die Pandemie in den Blick. Medien sind für die Demokratie systemrelevant, das haben wir gesehen. Sie bilden eine kritische Infrastruktur, wie das sonst immer über Gasleitungen gesagt wird. Vor welchen Herausforderungen Medienmacherinnen in der Pandemie standen und stehen, wie sie damit umgegangen sind, was sie gelernt und vielleicht auch verändert haben. Darüber debattiert jetzt eine prominente Runde unter der Moderation von Vera Linz. Vera Linz ist Medienjournalistin beim Deutschlandradio und ich habe die große Freude, jetzt an Sie zu übergeben. Und ich wünsche uns allen eine erquickliche und fruchtbringende, diskussionsreiche Tagung. Vielen herzlichen Dank. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Vielen Dank für die Worte. Zwei technische Sachen noch vorab, bevor wir hier gleich loslegen mit der Diskussion. Erstens, wenn es Fragen gibt zu technischen Aspekten oder auch inhaltlicher Art, bitte schreiben Sie an den Support. Dort sitzt ein Kollege und hilft weiter. Und eine zweite Info noch, unser Twitter-Hashtag lautet Medien20, also gerne, wenn Sie wichtige Informationen hier erhalten oder Gedanken haben, einfach unter diesem Hashtag twittern. So, unsere Runde steht unter dem Titel Medien als kritische Infrastruktur in der Pandemie. Welche Debatten sind neu zu führen? Und darüber wollen wir diskutieren. Unter anderem mit Sheila Maisoka, die ich jetzt schon sehe, die Vorsitzende des Vereins Neue Deutsche MedienmacherInnen. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Freue mich dabei zu sein. So, dann würde ich gerne begrüßen, ich sehe Sie aber noch nicht, ich hoffe aber, das ändert sich gleich, Juliane Leopold, Chefredakteurin Digitales bei ARD aktuell. Ich hörte, sie ist schon im Chat drin. Vielleicht müssen Sie das Video aktivieren. Damit ich, ja, hervorragend. Mache ich gerne. Ich war ja auch schon sozusagen etwas früher in der Scheide, als ich durfte. Deswegen, jetzt bin super, ich da. Alles super, gut. Danke. Und wen ich auch noch nicht sehe, das ist Ulrike Winkelmann, seit August Chefredakteurin der TAZ, vorher beim Deutschlandfunk tätig. Frau Winkelmann. Ah, super, hervorragend. Hey, hallo. Toll. Ich würde drei Aspekte diskutieren wollen. Erstens, wie Sie selbst als Medienmacherinnen diese ersten Wochen der Pandemie erlebt haben, wie die Berichterstattung verlaufen ist, welche Herausforderungen es gegeben hat. Zum Zweiten, welche Lernprozesse es dabei gegeben hat und dann gern einen Ausblick auf die Zukunft machen wollen, was man gelernt hat im Sinne davon, dass was man auch verändern will, was man vielleicht in Zukunft anders machen
kann und möchte. Und ich lege mal mit dem ersten Punkt los, Medien in der Pandemie. Frau Leopold, ich fange bei Ihnen an. ARD, das große Flaggschiff, wie haben Sie es geschafft, die Berichterstattung zu gewährleisten, auch unter dem Aspekt, dass wir Medien natürlich selbst ja alle auch betroffen waren von der Pandemie, nicht nur, dass es ein Thema war, über das wir gesprochen haben, sondern wir waren selber ja sozusagen Teil des Problems. Absolut. Ich glaube, macht diese Situation so anders als so viele andere Nachrichtenlagen vorher. Also ich habe mit ein paar Kolleginnen mich aus dem Nachrichtengeschäft ausgetauscht. Was man dann ab und zu mal hört, ist, ja, es ist doch eine Lage, es ist eine große Lage und es ist so toll und man kann irgendwie ganz viel berichten. Und ich kann da nur sagen, ja, es ist eine Lage und wir sind eben einfach auch betroffen, weil wir für die JournalistInnen, die für uns arbeiten, einfach Sorge tragen oder für die Produktionsgewerke, die für uns arbeiten. Und das hat mich in diesen ersten Wochen enorm umgetrieben. Also wir haben ja einen Apparat von 300 Menschen auf der Fläche, den mussten wir von heute auf morgen massiv reduzieren, um die Kontakte zu minimieren. Und es war echt eine Denksportaufgabe. Also sich mal zu überlegen, wie kriegt man ein Homeoffice-Struktur hin, wie kriegt man Teams getrennt, wie kriegt man einfach Aufgabenmanagement neu hin, welche Tools kann man von heute auf morgen an den Start bringen. Das hat uns enorm viel Kraft abverlangt als Führungskräfte und das hat gespielt fernab der journalistischen Bewertung. Das alleine war schon eine unglaubliche Energie, die dafür aufgewandt werden musste. Wir haben das, wie ich finde, sehr, sehr gut hinbekommen und es ist maßgeblich den Menschen hinter mir in diesem Newsroom zu verdanken, die einfach ganz, ganz viel Energie aufgebracht haben und über ihre eigene Angst, die sie auch hatten, in der Situation immer wieder weggehen konnten. Ja, da bin ich zu großer Dankbarkeit verpflichtet. Wie haben Sie denn die Abläufe umgestellt? Na, wir haben erstmal geguckt, was ist das Sinnvolle und dann haben wir geguckt, was ist das Machbare und dann haben wir die Schnittmengen genommen. Also sinnvoll ist es, Kontakte zu beschränken. Sinnvoll ist es, so weit wie möglich Leuten zu ermöglichen, zu Hause zu arbeiten, weil da noch weniger Kontakte sind oder nur mit den Leuten, mit denen man eben zu tun hat. Machbar ist das für die Teile im Programm, die wenig mit, ich sag mal, schwer verbauter Technik zu tun haben. Also wenn Sie Fernsehen machen, Fernsehen hängt, so wie wir es machen, noch an einem Studio. Ein Studio kann ich nicht ins Homeoffice verlagern. Ne? Hm. Also wir sind keine YouTuber. So, wir stehen hier in einem Studio. Jan-Ufer steht in einem Studio. Und das heißt, es war relativ schnell klar, wir werden eine Abstufung vornehmen müssen. Also wir müssen die Teams unterschiedlich angucken, müssen die Aufgaben unterschiedlich angucken, wo ist was machbar. Und so haben wir sozusagen das Homeoffice oder die Homeoffice-Aufgaben entsprechend verteilt über die Teams. Nicht alle Teams arbeiten im gleichen Maß im Homeoffice. Und das ist einfach eine Frage der Notwendigkeit. Das ist nicht immer gerecht. Also manche Teams würden vielleicht gerne mehr Homeoffice-Arbeit, manche gerne weniger. Aber darum geht es dann leider auch nicht in so einem Moment, sondern es geht um das, was wir tun müssen, um das Programm aufrechtzuerhalten und so leistungsfähig wie möglich zu bleiben. Und mit der Brille haben wir uns genähert. Es ist ein beständiges Neubewerten da. Also wir alle 6 Wochen setzen wir uns zusammen in der Chefredaktion mit den Abteilungen und bewerten es neu. Ist das noch der richtige Stand? Können wir locker lassen? Müssen wir anziehen? Wir sind sehr, 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 sehr vorsichtig weiterhin, weil wir eine sehr, sehr große Verantwortung spüren. Also ich will da nicht mehr so staatstragend. Es klingt immer so wie, keine Ahnung, der Bundespräsident hat damit vor die Presse, aber die Tagesschau gehört wirklich zur Grundversorgung in Deutschland. Mhm. Das haben wir total gemerkt. Das ist wie irgendwie, dass der Strom fließt und das Wasser aus der Wand kommt, ist, dass die 20 Uhr Tagesschau kommt oder der Tagesschau, die zur Verfügung steht und dass wir Eilmeldungen verschicken können. Und das steht einfach über allem und das treibt uns an und motiviert auch in diesen Zeiten, wo es wirklich, weiß nicht, wie es Ihnen geht, also nach 6 Monaten, man hängt jetzt echt in Seilen. Also es könnte jetzt einfach alles mal wieder einfacher werden. Und ist es aber nicht und man muss halt trotzdem sich motivieren und dranbleiben. Und da hilft dieser Gedanke an, okay, viele, viele Millionen Menschen gucken jeden Tag auf uns und brauchen uns einfach gerade. Frau Winkelmann, Sie waren ja damals noch beim Deutschlandfunk, darum rede ich jetzt erstmal über den Deutschlandfunk. Da wurde ja das Programm
komplett umgestellt. Das ist jetzt nicht mehr so. Da ist eigentlich weitgehend Business as usual, also im positiven Sinne. Aber damals haben Sie ja komplett ein komplett anderes Programm gemacht. Ja. Moment. Machen Sie mich an? Haben Sie mich angemacht? Ja, ne? Ich höre Sie gut. Ja, ich höre okay. Sie und sehe Sie. Hm? Danke. Ja, wir haben nach kurzer Zeit beschlossen, dass das Programm umgestellt werden muss, und zwar dahingehend, dass die sogenannte Nachmittagsstrecke durchmoderiert werden muss. Das war das Ziel. Das war keine Fingerübung mal eben so, sondern es ging darum, dass weniger Leute in die Studios sollten, dass also jemand auch mal ein paar Stunden im Studio ist und dann die Sendungen auch moderieren kann, die er sonst nicht moderiert, damit es einfach weniger Personenkontakte in den Studios gibt, mit der Technik und so weiter und so fort. Und das hatte aber auch zur Folge, dass bestimmte Sendungen nicht ganz entfielen, aber sozusagen ihre Inhalte anders ausspielen mussten. Und das hat natürlich intern im Deutschlandfunk in Köln, wo ich zu dem Zeitpunkt war, einigen Unfrieden verursacht, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, wenn ganze Sendestrecken plötzlich das Gefühl haben, sie finden gar nicht mehr ordentlich statt. Und es war daher so, dass von vornherein klar war, diese Programmumstellung, das Durchmoderieren am Nachmittag, das Neuverteilen von Inhalten ist nur eine temporäre Maßnahme, und die Frage ist, wann wir sozusagen zurückgehen können ins alte Sendeschema. Und das passierte dann auch im Mai zu allseitiger Zufriedenheit. Und es war dann auch so, dass alle das Gefühl hatten, okay, wir haben jetzt trainiert, wie es gehen könnte, wie es gehen muss, wenn es nochmal ernst wird. Aber jetzt können wir das gewohnte, ja auch allseits geschätzte Sendeschema mit den unterschiedlich moderierten Sendungen wieder aufnehmen. Wie war das inhaltlich? Also in meiner Erinnerung wurde das Programm, also auch bei der ARD, würde ich jetzt mal so sagen, komplett auf Corona eingestellt. Also man hat zumindest in den ersten Wochen der Pandemie Corona hoch und runter berichtet, kann man so sagen? Ja, das war so. Also den Eindruck hatten wir intern durchaus auch, und es war auch ungefähr genau die Ausdrucksweise, die auf vielen Konferenzen dann gewählt wurde, rauf und runter. Und das war dem Umstand geschuldet, dass man das Gefühl hatte, man kann jetzt nicht irgendwie eine gemütliche Kultursendung 90 Minuten oder so damit bestreiten. Wir haben keine 90-minütige, aber Sie wissen, was ich meine, welche Opern alle ausfallen. Das ist A, langweilig, und B, nicht das, was die Leute gerade wissen wollen, im Ernst nicht. Also gerade die Kultur musste ja feststellen, dass all das, was sie sonst als Material zu bieten hat, leider entfiel. Und man hat dann auch zum 10. oder 15. Mal gehört, dass es ja bedauerlich ist, welche Kunstausstellung gerade nicht eröffnen könne oder welche Opernpremiere gerade nicht stattfinde. Das war aber redundant. Und das wurde also ersetzt wiederum durch Corona-Nachrichten, von denen man aber ebenfalls dann auch binnen recht kurzer Frist das Gefühl hatte, das haben wir jetzt auch ausreichend gesendet, auch im Laufe eines Tages, das muss man wiederholen, aber wie häufig müssen wir es wiederholen? Daher wuchs dann intern auch stark die Unruhe, dass man sozusagen wieder ein Programmschema findet, in dem mehr Abwechslung geboten wird und in dem auch von verschiedenen Leuten aus unterschiedlichen Sichtweisen über Corona berichtet werde. Ich komme gleich zu Ihnen, Frau Masuka. Nur eine Frage an Frau Leopold. Wie war das bei Ihnen? Ging auch das komplette Programm in Corona auf, sozusagen? Ich habe mich mal wieder laut gestellt. Ja, sehr gut. ja und nein, würde ich sagen. Also ich glaube, bei der Tagesschau muss man sehr genau schauen, über welches Produkt spricht man. Wenn wir über die 20 Uhr Tagesschau sprechen, sozusagen das große Leuchtturmprodukt, dann ist das ein Paket, was dir einmal am Tag sagt, das musst du heute wissen, um gut über diesen Tag zu kommen. Und in diesem Paket war es sehr klar, dass wir die Kräfte konzentrieren auf diese, ich sage jetzt mal, Daseinsfürsorge, auf Grundversorgung mit Informationen zum Thema Corona. Und wir müssen uns ja nochmal vergegenwärtigen, wo standen wir im März? Es war ganz viel einfach nicht klar. Und die Angst oder die sozusagen das Gefahrenszenario war sehr, sehr groß. Die Zahlen waren alarmierend. Wir hatten alle, ich werde das nie vergessen, es läuft mir schon wieder kalten Rücken runter, ich denke, diese Bilder aus Bergamo. Die Menschen in einer Turnhalle, die beatmet werden mit den einfachsten Mitteln, um sie irgendwie über die Zeit zu bringen. Die Lastwagen, wie diese Menschen wegfahren, die Leichen wegfahren, nachts, die Lastwagen, die vor den Krankenhäusern stehen in New York, also das ist wirklich erschütternde Bilder direkt, jetzt nicht New York, ist nicht vor unserer Haustür, aber sozusagen gefühlt im Herzen nah an einem dran. Das hat uns unglaublich mitgenommen und das hat dazu geführt, dass wir sozusagen sehr stark diesen Hebel umgelegt haben, und es war geboten, es war richtig. Dann
muss man gucken, welche anderen Produkte gibt es. Dann gibt es Tagesschau.de, da ist einfach mehr Fläche da. Da habe ich nicht nur 15 Minuten, sondern ich kann so eine größere Palette anbieten. Da konnten wir von Anfang an, zum Beispiel was die Zahlen angeht, eine viel größere Bandbreite abbilden. Wir konnten nicht nur auf Infektionszahlen gehen, sondern auch auf den R-Faktor, über diesen 7-Tage-Faktor. Wir konnten sozusagen die ganze Zahlendebatte, die Zahlenevolution, die es gab in deutschen Medien, wunderbar mitnehmen und abbilden. Was wir in der 20 Uhr einfach nicht machen können, weil wir uns damit total selber ins Schleudern bringen, weil wir da jede Woche eine neue Zahl irgendwie beschließen zu rapportieren. Dann haben wir die App, die nochmal anders gestrickt ist. Wir haben dieses Eilmeldungsthema, wir haben unsere ganzen Social-Media-Angebote. Und ich glaube, wir haben versucht, es hinzukriegen, zum jeweiligen Zeitpunkt adäquat im Gefäß zu reagieren. Leute, die uns auf Instagram abonniert haben, haben am Tag einmal eine Zusammenfassung bekommen, das musst du heute wissen zu Corona, das sind heute die wichtigsten Fakten gewesen. Und sie haben eine Texttafel bekommen und das ist sonst noch passiert. Also wir haben es versucht, sehr, wie gesagt, kanalgerecht zu machen. Und ich bin überzeugt davon, das war der richtige Weg. Ich würde jedem, der das kritisiert, entgegensetzen, wer, wenn nicht die Tagesschau. Ganz ehrlich, und das ist der Kern des Auftrags, ja. Information und Schwarzbrot ist der Kern des Auftrags. Da sind wir genau drin gewesen. Ich glaube, man kann inhaltlich sich über viel unterhalten. Haben wir manchmal den richtigen Ton getroffen? War es dann die richtige Zahl oder die richtige Art der Zahl, auf die man gegangen ist? Und da sind wir die Ersten, die uns weidlich und ausgiebig kritisieren. Aber die Vorgehensweise im März, April, sehr stark auf Corona zu konzentrieren. Und auch jetzt noch, wenn Angela Merkel mit Verlaub vor die Presse tritt, eine Regierungserklärung abgibt oder sich mit den MPs trifft und wieder sagt, die Zahlen machen ihr Sorge und sie schaut in den Dezember rein. Natürlich muss die Tagesschau das berichten. Ich komme mal so zur Kritik, denn es verging nicht viel Zeit, sagen wir es mal so. Nach wenigen Wochen kam dann die Kritik, die Medienkritik. Frau Maisoka, ich mache mal bei Ihnen weiter. Sie und der Verein Neue Deutsche Medienmacherinnen beobachten generell die Berichterstattung, aber unter dem Aspekt, wie sie der Diversität gerecht wird, wie die Medien über andere Kulturen berichten, über Menschen mit unterschiedlichen kulturellen und sprachlichen Wurzeln und Kompetenzen. Und sie setzen sich für die Vielfalt der Medien ein und haben das natürlich auch während der Corona-Zeit oder Kernzeit, Anfangszeit beobachtet. Wie haben Sie denn die Berichterstattung über die Pandemie in den ersten Wochen erlebt? Naja, ich denke, dass es erstmal uns oder ich sage jetzt uns, die Mitglieder von den neuen deutschen MedienmacherInnen, genauso ging wie allen anderen Leuten auch. Man war aufgeschmissen, was die Informationen angeht. Ich habe auch jeden Tag Tagesschau und die ARD-Sondersendungen dazu gesehen, also da, wie ich glaube, die meisten Leute in Deutschland. Nur ist es so, wir sind kein Medienhaus, wir sind ein Medienverein. Also das heißt, unsere Mitglieder arbeiten auch in ganz unterschiedlichen Kontexten, in ganz unterschiedlichen Medienhäusern. Und da waren natürlich viele Konsequenzen zu spüren. Auch Auftragslage für Freie hat sich dann zum Teil sehr verschlechtert. So, das war einmal auf der Ebene, dass man Veränderungen bemerken konnte, die eigentlich dann auch wiederum nicht anders waren als es bei vielen Leuten in Deutschland. Was wir dann beobachtet haben, war dann, wie berichtet wurde und und vor allem, wie die Bildsprache eigentlich war zu den Sendungen oder zu den Artikeln über Corona, über die Covid-Pandemie. Es ist schwierig, sowas zu bebildern. Man kann nicht immer Drosten nehmen, man kann nicht immer Zeichnung eines Virus nehmen. Also womit bebildert man das? Und wir haben halt sehr oft gesehen, dass nicht nur am Anfang, als tatsächlich das Virus nur in Wuhan, in China war, sondern auch lange später, als es schon längst in Europa war, dass die Berichte ganz oft mit Bildern von asiatisch gelesenen Menschen, um das mal so zu sagen, nicht notwendigerweise Chinesen, bebildert wurden. Und das war problematisch, weil dadurch wurde das Virus von Anfang an zum Teil auch von bestimmten Leuten wie Präsident Trump in den USA bewusst geframed als etwas, was aus China kam. Die Verantwortung lag bei den Chinesen, wer immer das ist. Und alle Chinesen, die man auf der Straße sah, die haben da irgendwie mit zu tun. Und das war sehr schwierig. Es haben uns viele Leute berichtet, Menschen aus Deutsche, sage ich mal,
aus asiatischen Communities, also dass sie sehr viel Schwierigkeiten hatten, auf der Straße angefeindet wurden, angespuckt wurden und so weiter. Und wir haben gesehen, dass es auch mit der Berichterstattung zu tun hat. Nicht über die Sache, das war ja oft ganz okay, sondern die Bebilderung war einfach fast in der Regel chinesisch, asiatisch aussehende, asiatisch gelesene Menschen. Und ich habe zum Beispiel da eine ganze Reihe Beispiele, also ein Spiegelartikel noch aus vom Mai, wo es also schon lange nicht mehr nur um China ging, sondern wo das Virus längst in Europa wirklich weit verbreitet war. Ein Artikel über Gangelt in Nordrhein-Westfalen, der bebildert war, nicht mit Gangelt, nicht mit einer Viruszeichnung, sondern mit einem Foto einer Kreuzung in Tokio. Ja, also wirklich überhaupt gar nichts damit zu tun hatte. Aber immer wieder, dass eben festgeschrieben wurde, dieser Virus oder dieses Virus, ich bin mir sicher, ob man... Es geht beides. Ne? Ja. Hat irgendwie mit China zu tun und asiatische Menschen sind irgendwie Träger davon. So, und das fanden wir problematisch, das haben wir kritisiert. Und es ist auch oft darauf eingegangen worden, muss ich sagen. Ne? Also das ist nicht, als ob diese Kritik auf taube Ohren gestoßen wäre. Und das finde ich sehr positiv. Würden Sie sagen, das ist abgestellt inzwischen? Ich denke, das hat sich sehr geändert. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es hat damit zu tun, dass wir jetzt natürlich auch ganz andere Bilder hier zur Verfügung haben. Und der Fokus jetzt wirklich aus China schon längst weg ist. Also ich glaube, Wuhan oder in China überhaupt hat das Virus besser unter Kontrolle als die meisten europäischen Länder. Insofern hat sich tatsächlich der Fokus verändert. Und das hat aber einige Monate gedauert, bis so die Bildredaktion, sage ich mal, mit den Texten mit dem Inhaltlichen tatsächlich zusammengegangen sind. Wir hatten einfach sehr lange so eine Textbildschere. Es gab ja noch andere Kritik an Teilen der Berichterstattung in diesen ersten Corona-Wochen. Kritik unter anderem an den ARD-Brennpunkten am ZDF. Ich weiß, Frau Leopold, Sie sind jetzt nicht für alles verantwortlich, was im öffentlich-rechtlichen Fernsehen lief. Ja, einfach ab. Der Kern der Kritik war, dass ungefiltert staatliche Maßnahmen verbreitet wurden, dass man zu wenig Gegenstimmen hat zu Wort kommen lassen, in den ersten Wochen zumindest, dass es im Grunde alles nur durchkommuniziert wurde, was von den staatlichen Stellen kam, auch zu wenig Gegenstimmen. Wurde diese Kritik bei Ihnen in der ARD diskutiert? Hat man sich den Schuh angezogen? War das ein Thema? Also ich kann... Sie haben völlig recht, ich kann nicht für die ganze ARD sprechen, aber ich kann einfach sagen, was sozusagen, in meinem Gärtchen sozusagen angekommen ist und wie ich das bewerte. Also erstmal ist wichtig, es waren keine Brennpunkte, es waren ARD-Extras. Ein Brennpunkt ist was anderes. ARD-Extra heißt, eine Landesrundfunkanstalt übernimmt eine Woche Verantwortung für sozusagen so eine Sondersendung. Das ist wirklich dediziert ein Unterschied, weil die Kraftanstrengung viel, viel größer ist. Die Landesrundfunkanstalten laufen nicht kraftstrotzend durch die Welt in der Regel, sondern sind gerade in riesengroßen Sparthemen unterwegs und dann zu sagen, mal eben on top of everything, macht ihr mal eine Woche Sondersendung jeden Abend, ist echt ein dickes Brett und das haben die gebohrt, alle. Und das ist erstmal, wie soll man sagen, respektwürdig, finde ich. So, dann das Thema, was Sie ansprechen, die Frage, wie ist die ARD mit dieser Kritik an zu viel, wie soll man sagen, oder zu wenig kritischen Journalismus in dieser Zeit umgegangen? Es gibt jeden Tag eine inhaltliche Zusammensetzung sozusagen der ARD-ChefredakteurInnen. Da findet so ein Gespräch darüber statt und eine Reflexion darüber statt, aber es ist natürlich so, wir sind alle in der Aktualität. Also in dem Moment, wo wir nach hinten gucken, müssen wir auch jedes Mal wieder nach vorne gucken, weil wir wieder eine Sendung vor der Brust haben und können uns da gar nicht, wie soll man sagen, tagelang an Reflexionsrunden aufhalten. Nochmal, ich glaube, wenn man auf die Zeit guckt, um die es ging, die Brille, die wir aufgesetzt haben, war welche mal, und ehrlich gesagt, das ist die Brille, die ich auch heute noch aufsetze, warum ich zum Beispiel daran festhalte, dass wir auf die Zahl der Neuinfektionen gehen. Das ist die Zahl, die darüber bestimmt, natürlich in einer bestimmten Relativierung und Gewichtung, welche Maßnahmen ergriffen werden,
die viele, 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 viele Menschen betreffen. Und zwar Menschen, die nicht infiziert sind, Menschen, die nicht betroffen sind. Trotzdem müssen wir auf diese Zahl gucken. Und wenn wir morgen auf eine andere Zahl gucken, dann werden wir auf eine andere Zahl reportieren. Aber ich glaube, dass man sich das bewusst macht, die journalistische Brille ist, wir berichten darüber, was viele Menschen betrifft was sozusagen die Argumente sind für dieses zum Betroffenen machen sozusagen. Dann ist das unser Job in dem Moment. Und man kann dafür auch nicht vergessen, wir hatten ja nicht 2 Stunden Sondersendungszeit zur Verfügung, sondern die Aufmerksamkeit ist begrenzt, auch die Sendeplätze sind begrenzt. Wir haben eben nicht 3 Stunden durchgesendet, sondern wir haben es konzentriert gemacht. Und dann war es am Anfang sehr, sehr wichtig, die Grundversorgung und Informationen zu leisten. Was gilt für wen, aus welchen Gründen? Und was sind die, Ali sagt ja auch, was ist die Nachrichtenlage? Also am Anfang ging es ja ganz stark um die Frage, wer ist wie betroffen, wie äußert sich eine Infektion, wie sind die schweren Verläufe, wie sind die Krankenhäuser vorbereitet, also all das waren ja wichtige Fragen und ich kann die absolut nachvollziehen. Es ist eine ganz wichtige Frage, macht sich öffentlich-rechtlicher Journalismus zum Instrument in so einem Moment von einer staatlichen, wie soll man sagen, von den Maßnahmen letztlich, die ergriffen werden, um die Bevölkerung zu schützen. Ich kann die Frage nicht eindeutig beantworten. Ich finde es richtig, uns zu kritisieren. Ich finde es richtig, dass wir uns die Frage stellen. Ich glaube, wir haben jeden Tag Anlass dazu, uns zu kritisieren. Wir haben jeden Tag Anlass dazu, Dinge anders zu machen. Aber ich kann es nicht pauschal bejahen. Ich kann nicht pauschal sagen, wir haben morgens auf einen Anruf gewartet aus dem Kanzleramt und dann haben wir das rapportiert. Das ist definitiv nicht passiert und so machen wir auch nicht unser Geschäft. Frau Winkelmann, wie würden Sie das bewerten? Sie hatten ja dann auch, dann sind Sie halt zur Taz gegangen im Sommer. Da haben Sie ja auch jede Menge Ärger, wie ich mitbekommen habe, mit Leserinnen bekommen, die halt zum Beispiel gar nicht so impfoffen sind, also Impfgänger, da haben Sie auch dann eine Sonderausgabe dazu gemacht. Wie reflektieren Sie diese Kritik? Ja, also für die Frühphase, in der ich ja noch nicht bei der Taz war, sondern im Deutschlandfunk in Köln, kann ich sagen, dass ja nicht nur die Medien zunächst wenig Kritik an den staatlichen Maßnahmen geäußert haben, sondern auch diejenigen, die sonst dafür zuständig sind. Wenn Sie zu dem Zeitpunkt mit Oppositionspolitikerinnen und Politikern gesprochen haben, waren die ja auch sehr verunsichert. Es ist ja so, dass zu dem Zeitpunkt alle erstmal mehr oder weniger überrascht, auch überwältigt waren von der Ereignisdichte, auch vom Ausmaß dessen, was passierte. Wer hätte sich denn getraut, sich hinzustellen und zu sagen, das ist doch alles Blödsinn, was hier passiert, außer jemandem, den wir dann notwendig weniger ernst nehmen müssen, zum Beispiel ein Donald Trump. Und das ist ja bis heute so, dass es nicht nur darum geht, ob die Medien jetzt irgendwie ungebremst und ungefiltert Regierungslinien verkünden, sondern auch, ob andere Instanzen, die normalerweise für die Formulierung von Opposition oder eben Kritik zuständig sind, ob die sich eine harte, klare Kritik zutrauen. Und ehrlich gesagt, ich habe das kaum beobachtet. Und wenn, dann schien es mir allzu taktisch, strategisch motiviert und nicht inhaltlich. So, und dann ging ich zur Taz im Sommer. Da war schon also eine Menge verarbeitet. Wir waren alle schon ein Stückchen schlauer geworden. Und stieß da auf das allerdings von mir auch Erwartete, weil ich die Taz ja gut kenne von früher her, nämlich, dass das, was man so links-alternatives Milieu nennt, was ja auch der Heinrich-Böll-Stiftung nicht so fern ist, dass das natürlich in einer 70er, 80er-Jahre-Haltung in Teilen noch verwurzelt ist, in der man Naturwissenschaft sozusagen auch nur als zweite Religion sieht. Ich versuche jetzt nicht zuzuspitzen und trotzdem fällt es mir nicht ganz leicht, wo sozusagen zwischen Schulmedizin und Alternativmedizin unterschieden wird, in einer Weise, als wäre Schulmedizin auch nur irgendetwas, dem man anhängt. Man kann es aber auch anders sehen. Das heißt, es gibt dort ein mehr als nur gebrochenes Verhältnis zu dem, was wir Wissenschaft und Naturwissenschaft nennen. Und das ist dann natürlich problematisch, wenn wir es mit der Pandemie zu tun haben und erstmal mit medizinischen Erkenntnissen umgehen müssen. Und ich kriege aber bis heute, also gerade heute Morgen lag ein weiterer, langer, ausführlicher, auch sehr, sehr argumentativ gehaltener Brief auf meinem Tisch, der sagte, ich kriege es also weiter mit Stimmen zu tun, die sagen, von der Taz erwarten wir mehr Kritik, mehr Pharmakritik, mehr Kritik an der Rolle der Ärzteschaft. Aber insbesondere Kritik sozusagen an dem, was ich jetzt gerade mit Schulmedizin bezeichnet habe. Und ich fürchte,
dass man den Leuten in diesem Milieu diesen Zahn einfach ziehen muss. Wir haben ein anderes Verständnis von Wissenschaftlichkeit inzwischen erarbeitet, auch in der Taz, auch in ähnlichen Organen, ähnlichen Foren und Öffentlichkeiten. Und vielleicht ist Corona jetzt die Gelegenheit, dass wir uns ja alle gegenseitig auf einen neuen Stand auch bringen. Sie haben ja dann diese doch recht provokative Sonderausgabe gemacht. Hat man dann auch gesagt, okay, das ist dann halt eine Leserschaft, von der ich mich im Zweifel auch verabschieden muss, weil ich kann nicht alle bedienen? Also die Sonderausgabe, das war die sogenannte Entschwörungstaz, ein Wortspiel. Sie merken es schon mit Verschwörung, ne? Verschwörungstheorien und so weiter. Und das war tatsächlich eine Ausgabe, die natürlich auf viel, viel, viel Kritik gestoßen ist und wo es dann auch Post nachher gab von der Sorte, nach so und so vielen Jahren inniger Zuneigung muss ich euch jetzt verlassen. Das geht dann vielleicht auch nicht anders. Also diese Entschwörungstaz hat eben tatsächlich versucht, aufzugreifen, was vielfach gemeint wird, damit argumentativ umzugehen, also diskursiv, das ist nicht irgendwie einfach niederzutrampeln und sich lustig zu machen, und kam aber dabei raus zu sagen, liebe Leute, es gibt einen naturwissenschaftlichen Erkenntnisstand, der wird global anerkannt. Und sich dagegen zu stellen, hat ungefähr die Qualität davon, jetzt noch zu sagen, der Klimawandel ist nicht menschengemacht. Soll heißen, man findet unter 99.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sicherlich 2, 3, die sagen, der Klimawandel ist nicht menschengemacht. Aber es sind eben nicht diejenigen, die wir noch ernst nehmen. Und so sehen wir es jetzt auch in Pandemiefragen. Und ja, da hat die Taz mutmaßlich ein paar Leserinnen und Leser verloren. Wir haben natürlich Leserbriefe auch beantwortet. Wir sind natürlich auch in anderen Formen auf Leute zugegangen. Aber man kann nicht jeden festhalten, der da an der Stelle so enttäuscht ist. Frau Leopold, noch mal kurz zur Kritik. Gab es aber dennoch Dinge, die Sie kritisch reflektiert haben, wo Sie sagen, das hätten wir anders machen können? Also Sie sagten mal, dass es zum Beispiel einen blinden Fleck gab mit den Familien, die Situation, dass die Situation der Familien ja auch von der Politik sehr lange vernachlässigt worden ist, was ja dann später ziemlich hochgekommen ist. Würden Sie sagen, es gab Dinge, die man hätte besser machen können? Also das ist Familienthema treibt mich am meisten um. Das ist aber auch so ein bisschen, wie soll man sagen, kritisiere ich gerne an anderen JournalistInnen, dass sie so das eigene Lebensfeld so zum Maßstab machen. Und da gehe ich da wahrscheinlich selber dem auf den Leim. Aber so ist es halt an der Stelle. Wir haben zu wenig drauf geguckt, was Corona mit Familie macht, mit Vereinbarkeit macht, mit unserem Gesellschaftsmodell macht und wie wir irgendwie mal eben an mancher Stelle echt zurück in die 50er, 60er Jahre schlittern. Das ist, ich kann zu meiner Entlastung sagen, die Tagesschau aus den Nachrichten mag und das ist sozusagen eher als Journalist, würde man sagen, sozusagen Magazinbritt. Also es ist nicht eine Nachricht, die man verkünden kann, abgesehen von vielleicht dann so Erscheinungen wie keine Ahnung, Arbeitsmarktzahlen, die sich verändern, Frauen in Beschäftigung, die sich verändern, da sind wir dann wieder auf dem klassischen Nachrichtenmarkt unterwegs. Aber was es bedeutet in Sachen häuslicher Gewalt, in den Zahlen, die im Sorgentelefon hochgegangen sind, die Thema der digitalen Ungleichheit, also wie bestimmte Familien abgekoppelt sind von Teilhabe an irgendwie Homeschooling und Normalität in Zeiten von Corona, das macht mich persönlich traurig, wie das runtergefallen ist im Lichte von, keine Ahnung, Konjunkturzahlen und Rettungspaketen. Ich komme gleich darauf, nochmal den Blick nach vorn, was man jetzt anders machen kann oder was man wirklich lernen kann. Noch eine Frage an Frau Maizuka. Ich hatte auch die Kritik gelesen, dass viele Muslime mit Kopftuch als Bebilderung für Artikel zum Virus dargestellt worden sind. Können Sie das auch bestätigen? War das auch Ihre Beobachtung? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also was wir gesehen haben, waren das eigentlich meistens asiatisch gelesene Menschen und eben ne? China Virus. So. Ich wollte jetzt kurz nochmal was aufgreifen, was meine Vorrednerinnen schon gesagt haben. Und zwar was bei der Pandemie jetzt ja auch zum Vorschein kam, waren Ungleichheiten, soziale Belange, die wir vorher nicht so bemerkt haben. Also ich nur als Beispiel,
in dem Fleischereibetrieb in der Schlachterei Tönnies die Lebensbedingungen von rumänischen oder bulgarischen Arbeitern, die Subkontrakt auch für irgendwelchen Subkontrakten ohne jeden Arbeits- oder Gesundheitsschutz nach Deutschland kam. Das kam alles so punktuell auf und verschwand dann irgendwie wieder. Es wurde berichtet, so ein bisschen im Kontext von Corona, war dann auch schnell dabei, dass ja die ganzen Rumänen oder weiß ich nicht, da die zusammenhängen, die natürlich dann Corona weitertragen, das ist deren Schuld. Kam auch immer wieder die Schuldfrage so auf. Aber ich hätte mir sehr gewünscht oder würde mir auch für die Zukunft jetzt wünschen, dass eben bestimmte Dinge, die normalerweise nicht sichtbar sind, eben soziale Ungleichheiten, wie das soziale Ungleichheiten zusammengehen mit auch ethnischen Gruppen, religiösen Gruppen, mit Minderheiten in Deutschland. Wie wird das? Ich würde mir wünschen, dass da weiter etwas weiter darüber berichtet würde und nicht nur in punktuell, was jetzt die letzten Corona-Zahlen angeht, sondern darüber hinaus, weil es kommen gerade Dinge zum Vorschein, die wir normalerweise nicht sehen. Und das ist ja eigentlich auch eine große Chance, auch für die Berichterstattung, für die Gesellschaft als solche. Man kann daraus lernen. Es ist eine Scheißzeit. Wir haben alle große Schwierigkeiten. Ne? Die Wirtschaft hat gelitten. Viele Leute sind gestorben. Aber wenn man vielleicht was Positives da rausholen kann, dann sind es solche Dinge. Dinge, die zum Vorschein kommen. Und da finde ich, ja, ne? Es ist, wir als Medienschaffende müssen auch über sowas berichten. Auch wenn das erstmal wieder so in der Versenkung verschwindet. Das sollte es halt nicht. Ein anderes Ding, was ja auch zum Vorschein jetzt gekommen ist, und das bringt mich eben dahin, wie man in Zukunft anders berichten kann, nicht nur den Aspekt, den Sie jetzt genannt haben, sondern auch die Corona-Leugner, sag ich mal in Anführung, die jetzt auf die Straße gehen seit einiger Zeit. Wir haben Demonstrationen, ein Mischmasch von Gedanken, die da sozusagen nach außen getragen werden, die vorher eher auch im Hintergrund waren. Frau Leopold, wie kriegt man die denn in der Berichterstattung mit unter oder kriegt man die überhaupt mit unter? Was macht man mit der Vielfalt dieser Anschauungen, die jetzt nach außen schwappen? Ja, da sprechen Sie einen bunten Punkt an. Das ist eine Frage, die mich sehr, sehr umtreibt und schon sozusagen, wie wir raufgucken auf dieses Phänomen, treibt mich um. Also mit wem haben wir es zu tun und ist es eine homogene Gruppe oder ist es sehr heterogen? Das ist eigentlich mein Eindruck. Es sind sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Menschen, wenn wir jetzt über die Demos zum Beispiel sprechen, Berlin, die ist mir da noch am präsentesten, eine große, große sogenannte Hygienedemo. Es sind sehr unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Zielen, Altersgruppen, Bildungshintergründen. Aber wenn wir nur auf die Demos gucken, können wir den Eindruck gewinnen, dass es in den Demos nicht mehr um sozusagen das friedliche Artikulieren einer Skepsis ging oder um das Wahren eines demokratischen Rechts, sondern um das Nutzen demokratischer Rechte, um ultimativ Demokratie in Frage zu stellen. So. Das ist brandgefährlich. Das treibt mich sehr um. Wir haben bei der Tagesschau den ARD-Faktenfinder angesiedelt, der uns ziemlich hilft in solchen Momenten, weil wir sozusagen auch vor Corona schon als Gefäß haben, als redaktionelle Einheit haben, die nichts anderes macht, als sich mit Verschwörungserzählungen zu beschäftigen und Fake News auf den Grund zu gehen. Gerade ganz aktuell heute eine Geschichte gemacht zu einer erneuten Lüge, die sozusagen jetzt durch die sozialen Medien wandert, wo es um die Frage geht, ob ein Mund-Nasen-Schutz Todesursache sein kann von Kindern oder Jugendlichen in dem Fall. Jetzt, wo ich sage, bereue ich schon, dass ich es gesagt habe, weil ne, die Wiederholung dieser Lüge wird diese Lüge festigen, wird ein Bild kreieren, das einfach so nicht stimmt. Und das ist die Falle, in der wir da stecken in so einem Faktencheck. Ne? Fruchtet also, das? Oder sagen Sie, man kann dann bestimmte Leute auch gar nicht mehr erreichen? Genau, danke, dass Sie mich zurückholen. Ich bin ein bisschen rausgewandert. Also ich glaube, es gibt immer unterschiedliche Menschen. Es gibt die, die ein Stück weit verloren sind und von denen man sich klar machen muss, die sind nicht mehr erreichbar für die Argumente eines Mediums wie Tagesschau oder Taz oder Deutschlandfunk oder Anything, sondern die sind wirklich unterwegs im Bereich, ich sag mal, YouTube und Self-Publishing. So.
Und ich glaube aber, die größere Gruppe, und um die geht es mir, für die mache ich Journalismus, das sind die, die daneben stehen, die lesen und die verunsichert sind. Wir erleben das immer wieder, wenn wir einen Faktencheck veröffentlichen, dass wir danach Zuschriften kriegen von ganz vielen Menschen, die sagen, danke, ich habe endlich was, was ich meiner Schwiegermutter auf WhatsApp schicken kann, um dagegen zu halten, wenn sie, da bin ich jetzt bei der Frage sozusagen, the China Virus, ich habe selber familiär erlebt, es ging, gab so eine Zeit lang dieses Thema Kawasaki-Syndrom, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, es kam dann sozusagen auf, kurz nach Corona, ein neues Virus und wie im Labor und die Chinesen und böse, böse und sehr schnell Faktenchecks dazu gemacht und ich konnte die also dann auch für interfamiliär verteilen und die Masse der Leute, die das hat und sieht, ist sehr, sehr dankbar dafür, profunde Informationen weitergeben zu können, die ihnen hilft zu argumentieren und sich selber zu verorten in so einer Verunsicherung. Insofern bin ich da ganz guter Dinge, dass wir da weiter dranbleiben können, wenn wir uns auf die konzentrieren, die noch zu kriegen sind. Mhm. Frau Maizuka, Sie hatten sich kurz, ist es noch aktuell? Ja. Vielleicht nochmal eine Korrektur. Mein Name ist Maizuka. Maizuka, Entschuldigung. Ja, genau. Alles gut. In Bezug auf diese Proteste, diese Corona-Proteste, wie man sie auch immer nennen möchte, ich denke, dass alle diejenigen von uns, die sich die rechte Szene beobachten, und das machen eben viele migrantische Medienschaffende auch, überhaupt nicht überrascht waren und auch sehr, sehr schnell, sehr früh gesehen haben, wie stark die rechte Szene dieses Thema besetzt hat und pusht. Und da wünsche ich mir oft von den großen Medienhäusern eine sehr viel klarere Position. Also wir hören immer sehr viel so von dem Verständnis und man muss Leuten zuhören und so. Und das ist auch alles richtig, muss man auch, schon klar. Aber diese oft nicht direkt an der Oberfläche sichtbare, sehr, sehr starke rechte Strömung, die das Thema besetzt, die Leute auch, die vielleicht nur, sage ich mal, Impfgegner sind, da mitnimmt, in ein bestimmtes Narrativ rein, da wünsche ich mir oft eine sehr viel klarere Haltung zu sagen, okay, hier sind sehr viele rechte Gruppen dabei, so, es kann hier kein Verständnis geben, wenn Leute mit Reichskriegsflaggen rumlaufen. Ich meine, ja, da es ist mir vollkommen egal, ob da jede 20. Flagge auch eine Regenbogenflagge ist, sondern das Gros der Leute haben eine bestimmte Absicht und die, finde ich, sollte auch immer als allererstes dargestellt werden. Das ist für mich wichtig und das ist auch, ich merke das immer wieder in Diskussionen mit Minderheiten, mit Menschen von aus emigrantischen Elternhäusern oder unter uns neuen deutschen MedienmacherInnen, dass wir oft das Gefühl haben, irgendwie unsere Ängste werden gar nicht ernst genommen. Das ist nicht so andere Leute Ängste wegen irgendwelchen Chips, die sie mit Impfungen kriegen könnten. Die werden ernst genommen, mit denen wird geredet. Aber unsere sehr konkreten Ängste, die ja auch nicht eingebildet sind, sondern wirklich Tatsachen, die werden nicht auf die gleiche Weise, da wird nicht auf die gleiche Weise darüber berichtet oder dem wird nicht so viel Raum gegeben, weder von der Politik noch von Medien. Und ich denke, an Betracht der Tatsache, dass ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland aus Einwandererfamilien kommt, wir sind auch besorgte Bürger auf eine andere Weise. Ich finde, das sollte man nicht vergessen. Wichtige Kritik, die ich jetzt mal so stehen lasse. Mich würde noch interessieren, gab es auch Überraschungen, Neuerungen, Innovationen, die aus dieser Krise hervorgegangen sind und die in die Zukunft tragen können? Ich denke mal an den berühmten Drosten-Podcast, wo Wissenschaft eine ganz neue Rolle spielt, was es ja auch hätte schon vorher spielen können, weil Wissenschaft schon immer wichtig ist. Frau Winkelmann, würden Sie Elemente sehen, wo Sie sagen, das ist was, das haben wir jetzt und das können wir auch in die Zukunft tragen? Ja, also ich glaube, dass es wirklich alle ernstzunehmenden Redaktionen begriffen haben, wie wichtig eine anständige Wissenschafts- und Forschungsberichterstattung ist und dass man dafür am besten auch Fachpersonal vorhalten sollte.
Das hat sich schon vor Corona angebahnt, muss man sagen. Ich habe seit einigen Jahren beobachtet, dass gerade auch andere Zeitungen aufgerüstet haben an der Wissenschaftsberichterstattungsfront. Das war gut erkennbar auch an der Doppelseite, meinetwegen, die die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung dann hatte und so weiter. Und wie stark Politik sozusagen schon längst verwissenschaftlicht ist und mit Evidenzbasierung zum Beispiel arbeitet, dass also auch politische Entscheidungen sich daran festmachen, ob sie überhaupt in einer, also ob sie überhaupt den wissenschaftlichen Erkenntnisstand entsprechen und was es dabei mit der Evidenzbasierung auf sich hat. Das ist ja seit einigen Jahren in Deutschland schon relativ verbreitet, hat sich aber quasi noch nicht umgesetzt in Berichterstattung. Das ist zwar Teil des Entscheidungsprozesses, damit bekommen Journalistinnen zu tun, wenn sie recherchieren, es ist aber nicht Teil der Darstellung. Es kommt sozusagen nicht beim Publikum an oder bei den Leserinnen, je nachdem. Ich glaube, das hat sich verändert. Der Gestalt, dass man es einfach besser erkennt, weil das Thema nun mal ein naturwissenschaftliches ist, welche Rolle Naturwissenschaften wirklich häufig genug haben und dass es sich auch lohnt, die wissenschaftlichen Erkenntnisprozesse darzustellen. Der enorme Erfolg des Drosten-Podcasts ist ja genau der, dass es ein ausreichend großes Publikum gibt, das sich genau auch für die Zweifel, für die Methoden, für die Vorgänge innerhalb der wissenschaftlichen Szene interessiert und das Gefühl hat, da einfach optimal versorgt zu werden. Und die brauchen nicht notwendigerweise dann noch uns, also wir normalen Journalistinnen, die wir nicht zufällig einen doppelten Doktortitel in irgendwas haben, aber sie legen auch Wert darauf, dass wir, die wir diese Titel nicht haben, eben uns auch daran orientieren. Und dieses Wechselspiel ist, glaube ich, auch neu. Und ich nehme an, dass das in Zukunft auch bei anderen Themen eine Rolle spielen wird, eine größere Rolle als bisher. Und ich begrüße das, muss ich sagen. Frau Leopold, gibt es Formate, wo Sie sagen, außer dem Drosten-Podcast, die sind jetzt richtig zu hoch vom Aufgelaufen in dieser Zeit, durch diese Zeit und das werden wir auch weiter entwickeln? Ja, ich würde sagen, Faktenchecks nach wie vor haben sozusagen die große Hochzeit. Das haben wir nach der US-Wahl 2016, finde ich, beginnend gesehen. Da ging es so richtig los mit maßgeblich sozusagen Faktencheck Donald Trump. Und es ist ein Format, was uns einfach jetzt auch weiterhilft. Also einfach, man ist unglaublich dankbar. Und dann auch so Klassiker wie ein FAQ, also einfach frequently asked questions, Fragen und Antworten. Sehr basal, sehr möglichst in einfacher, erklärender Sprache rangehen hilft. Und ich bin echt kein Freund von Formatdebatten. Ich finde, das macht es uns immer so einfach. Wir haben jetzt dieses tolle Format, da packen wir alles rein und alles supi. Ich glaube persönlich, der Drosten-Podcast ist auch einfach Drosten. Also es ist so ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Der Typ kann einfach sehr geradeaus sehr gut Wissenschaft erklären. Und die Kollegin auch, der Name ich die jetzt Kollegin nicht. Auch, genau. das ist auch so. Aber ich glaube, es geht am Ende doch immer wieder um die gleiche Frage, nämlich wie schaffen wir es als JournalistInnen, komplexe Sachverhalte zu übersetzen in eine Sprache, die Menschen verstehen, die sich damit eben nicht 2 Jahre schon beschäftigt haben. Das bleibt und das wird einfach stärker abgefragt und wir müssen da noch besser werden. Wir müssen nicht zufrieden sein mit dem Status quo. Ganz kurze Schlussrunde. Wir haben noch 2 Minuten, damit wir dann Übergangszeit haben zu den Workshops. Ich fange bei Ihnen an, Frau Leopold. Wie sind Sie gerüstet? Die Pandemie, nicht Sie persönlich, aber die ARD, die Pandemie geht wahrscheinlich noch eine Weile weiter. Wir wissen nicht, ob es wieder eine Hochzeit gibt. Ist die ARD fit oder der Bereich, den Sie betreuen? Können Sie noch mal eins drauflegen, wenn es sein muss? Na, ich glaube, wir haben eine ganz gute Phase jetzt hinter uns, eine gute erste Phase. Wir haben alle gemerkt, wir können, wenn wir wollen, sehr agil, sehr schnell handeln. Das hätte man der ARD wahrscheinlich so nicht zugetraut. Und wir haben es hingekriegt. Es ist ein ziemlicher Kraftakt, aber es ist gelungen. Und wir haben ja gar nichts verändert. Also wir haben nicht gelockert, so zum Hass vieler Menschen, die da hinter mir sind, sind wir einfach beinhart in den Maßnahmen. Wir trennen die Teams. Wir fordern die Menschen weiterhin viel ab, aber wir hoffen, dass es uns hilft, wenn die Lage draußen wieder schlimmer wird, einfach weiter handlungsfähig zu sein. Insofern, ich glaube, das beste Rüstzeug, was man mitbringen kann, ist ein agiles Mindset und die Bereitschaft als Führungskraft, Tag für Tag ranzugehen und nicht zu sagen, jetzt habe ich es geschafft und jetzt habe ich 14 Tage Ruhe, sondern
ich kann immer wieder meine Kraft mobilisieren, ich kann jeden Tag neu betrachten und mich wieder motivieren, Probleme zu lösen. Das ist wichtig. Dankeschön. Jetzt wollte ich noch Frau Winkelmann fragen. Ich habe jetzt das Zeichen aus der Regie bekommen, dass ich Schluss machen muss. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach. Vielleicht ein Satz noch, Frau Winkelmann. Die Taz ist gerüstet, wenn es für die nächsten Corona-Wochen? Ja, wir hatten heute Vormittag eine Corona-Taskforce, kleine Versammlung, und wir verteilen die Themen jetzt optimal übers Blatt und alle arbeiten miteinander und sind froh damit. Dankeschön, und Frau Masoka, Ihre Kritik und Anregungen habe ich wahrgenommen, ist ausgesprochen, ist gehört. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese spannende Runde. Ihnen allen viel Erfolg in den nächsten Wochen und Monaten. Ich sage erstmal für diese Runde tschüss, gebe zurück zur Regie, und hier geht es jetzt weiter mit den Arbeitsgruppen. Dankeschön, tschüss. Dankeschön, tschüss. Danke.